Meine Leute da draußen, herzlich willkommen mein neues Video und heute gibt es, bist du Typ A oder bist du Typ B? Und ja, ihr macht an dieser Challenge mit und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Typ A oder B seid bei diesen Bildern. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Video mal an, aber lasst gerne ein Like und ein Abo da für mehr weitere Videos. Und jetzt fangen wir mal an. Kommen wir auch zu dem ersten und zwar... Bist du Typ A oder Typ B bei Pizzan? Isst du die Pizza gerne dünn oder gerne dick? Ich esse die gerne dünn, also ich bin Typ A. Und ja, dick esse ich auch gerne, aber sehr, sehr, sehr selten. Sonst liebe ich Pizza dünn. Und ja, kommen wir mal auch zu dem nächsten. Und zwar Teppich. Geht ihr auf den Teppich mit Socken oder ohne Socken? Also bei mir kommt es drauf an. Wäre es Winter, dann hätte ich mit Socken. Wäre es Sommer, dann ohne Socken. Aber ich gehe auf den Teppich eher ohne Socken. Ja, also ich bin Typ A. Normalerweise gehe ich halt mit Socken immer. Weil es jetzt gerade Winter ist, aber wenn es immer Winter vorbei ist, dann nicht mehr. Und gerade in dieser Zeit habe ich ja auch neue Hausschuhe gekauft. Und die ziehe ich gerade an. Deswegen laufe ich einfach nur mit Hausschuhe rum. Kommen wir auch zu dem nächsten. Und zwar Zahnpasta. Zerdrückt ihr den Zahnpasta so, bis da irgendetwas rauskommt? Oder zerrollt ihr sie, bis da irgendetwas rauskommt? Ich zerquetsche die wie sonst. Ich weiß, da kommt nichts raus. Ist egal, wie ich zerquetsche. Und sag ich meinem Vater, wir brauchen neue. Und er so, du brauchst keine neue. Der macht es dann so und dann kommt da etwas raus. Ey, immer ist das so. Ich bin Typ A. Also ich denke auch, dass ihr Typ A seid. Weil B, ich habe noch nie jemanden gesehen, der bis irgendetwas rausgekommen ist, das zerrollt hat, ja. Kommen wir mal auch zu dem nächsten. Und zwar Musik. Hört ihr gerne Musik mit Kopfhörer oder mit Headset? Also ich, wenn ich auf der PlayStation spiele, dann mit Headset natürlich. Aber falls ich Musik höre, dann mit AirPods ohne Kabel. Aber AirPods ist ja fast so wie Kopfhörer, deswegen ich bin Typ A. Kommen wir auch zu dem nächsten. Und zwar ist hier Popcorn süß oder salzig? Ey, das ist die schwierigste Frage, weil ich esse salzig und süß. Also im Kino eher süß. Aber es kommt immer oft drauf an, welches Film. Bei mir ist es immer so. Falls ich so einen Actionfilm gucke, da hole ich gerne Popcorn süß. Aber falls ich gerne so... Kinderfilme gucken, wo da keine echten Menschen, sondern einfach nur so welche Filmfiguren mitspielen, dann gern salzig. Ich weiß auch nicht, aber ich bin so ein Mensch. Aber so eher, ich gucke nicht so Filme mit so welche Kinderfiguren, sondern oft mit echten Menschen. Deswegen esse ich Popcorn süß. Kommen wir mal auch zu dem nächsten. Und zwar ist dir Frühstück Eier oder Rührei? Also Rührei. Ich esse immer beides. Also nicht immer. Manchmal das, manchmal das. Ey, ich bin gefühlt Typ A und Typ B. Beides bin ich. Aber sehr oft einfach nur so normale Spiegeleier esse ich sehr, sehr, sehr oft. Deswegen bin ich wieder Typ A. Kommen wir auch zu dem nächsten. Und zwar ist euer Kühlschrank voll oder leer? Also, wir haben zwei Kühlschränke. Einmal hier und einmal in einem anderen. Im Flur haben wir auch eins. In diesem Flur ist es da immer voll. Da legen wir immer so welche Sachen, die nicht geöffnet sind. Aber falls wir die geöffnet haben und dann wieder zurücklegen möchten, dann legen wir es hier hin. Deswegen bin ich immer Typ A, weil mein Kühlschrank ist immer voll. Kommen wir mal auch zu den... Nächsten, und zwar Wein. Trinkt ihr gerne Wein alleine oder mit eurer Freundin oder ganz normale Freunde?
Also ich trinke gar nicht Wein, will ich auch nicht trinken. Außer falls ich so ein richtig romantisches Date habe. Dann, also ich bin Typ B, aber eigentlich ist bei uns halt Wein verboten, ne, bei Islam. Manchmal macht man auch Sünden, ne, Leute, jeder hat Sünden gemacht. Ich wette, jeder hat Sünden gemacht. Kein Islam schafft nicht mal eine, also schafft nicht mal eine Sünde nicht zu machen. Jeder hat schon mal Sünden gemacht. Egal, warum reden wir noch darüber? Kommen wir mal auch zu den nächsten, und zwar Vision. Wie sieht er? Er mit Kontaktlinsen oder mit Brille? Also in diesem Video sieht man schon, dass ich schon eine Brille trage. Und zwar bin ich Typ B. Ich trage immer Brille und Kontaktlinsen sind für mich richtig schwer irgendwie, die zu tragen, weil ich denke, mein Auge juckt danach. Und ich denke, ich habe Angst, dass ich die nie wieder rausbekomme. Deswegen, ne. Ich bin eher Typ B. Und kommen wir mal auch zu den nächsten. Und zwar Sommerfrucht. Honigmelone oder Wassermelone? Ey, ehrlich, wer fragt das erstens? Zweitens ist schon klar die Frage. Jeder liebt Wassermelone. Deswegen bin ich Typ B. Jeder liebt halt Wassermelone. Besonders am Sommer, da isst jeder Wassermelone. Boah, in der Türkei im Sommer, da gibt es immer so welche kleine Wassermelonenladen, immer bei Sommer, sonst nicht. Und die ist nie geschlossen, immer geöffnet. Nie geschlossen, weil die haben so welche leckere Wassermelonen, es ist Sommer und die möchten verkaufen, die machen das nie zu. Ist egal wie viel Uhr, es ist nie zu. Ja, also ich bin auch Typ B. Also wer jetzt in die Kommentare schreibt, Sommerfrucht Typ A, also Honigmelone, ey, da raste ich aus. Kommen wir auch zu dem nächsten. Und zwar Winterkleidung. Trägt ihr eher so welche dicke Mützen, Schal, Handschuhe, übertriebene harte Jacke, Strumpfhosen vielleicht, dazu noch eine Hose und danach noch eine Hose. Übertreibt ihr immer so mit Klamotten bei Winter oder eher nicht so? Leute, in Deutschland kannst du es vergessen, es ist nicht mal unter 0 Grad. Also so welche Minus. Es ist höchstens hier 3 Grad, wenn es Winter ist. Und es schneit auch nie. Deswegen übertreibe ich nicht so. Ich bin Typ B. Aber in der Türkei, Leute, da kannst du diesen übertriebenen Typ A sogar doppelt machen. Also zweifache. Dann brauchst du 2 Mützen, 2 Schalen. Weil da schneit es so, dass du bis zum Knie Schnee hast, ey. Echt übertrieben bei der Türkei. Aber in Deutschland schneit es nicht. Bei Deutschland kannst du vergessen. Kommen wir auch zu dem nächsten. Und zwar Kaffee. Trinkt ihr gerne so Kaffee mit Sahne? Nebenbei so Kekse oder Donuts? Oder einfach nur Kaffee? Ich bin Typ B. Einfach nur Kaffee. Und ich habe erst neu angefangen. Was für neu angefangen? Seit 1,5 Jahren trinke ich Kaffee. Und ich habe immer noch bis jetzt normal getrunken. Ja, also ich bin Typ B. Kommen wir auch zu dem nächsten. Wasser. Trinkt ihr gerne Wasser, Mineral oder stilles Wasser? Ich habe früher immer Mineralwasser geliebt. Und jetzt trinke ich aber stilles Wasser. Aber immer, ich habe gestern Mineralwasser getrunken und vorgestern auch. Also bei mir ist es so, Mineralwasser, dann stilles Wasser, dann nochmal Mineralwasser. Also ich kann mich nicht entscheiden, aber am meisten, was ich trinke, ist Mineralwasser. Also ich bin Typ A. Kommen wir auch zu dem nächsten, und zwar Nachricht. Also schreibt ihr die Nachrichten so, ich hasse auch diesen Typen, die so sind. Hallo, wie geht's dir? Ich gehe heute, oder keine Ahnung, wie geht's dir, sollen wir heute zur Stadt um 14 oder immer so. Die ganze einzelne Nachricht oder einfach nur ein kompletter Text, wo da alles steht, was ihr schreiben wolltet. Und einfach nur die ganze so voll spammen damit. Da hast du 16 Nachrichten. 16 Nachrichten hast du. Und dann denkst du, was ist los mit dieser Person? Ich klicke mal drauf, ist was passiert. Auf einmal siehst du da nur, der hat schon voll gespammt, obwohl es unnötig ist. Deswegen hasse ich diese Typen. Und ich bin so einer, der schreibt
nur einen Text. Aber manchmal schreibe ich auch voll, aber nicht so voll, wie zum Beispiel, ich schreibe so, hallo, und dann, wie geht's dir? Dann sollen wir heute statt um diese oder so. Dreimal halt. Ja, kommen wir auch zu dem vorletzten. Und zwar, wie haltet ihr euer Tablet oder Handy, ist jetzt egal, so gerade oder so? Also wenn ich WhatsApp schreibe, dann so gerade. Wer schreibt so beim WhatsApp? Da mache ich es so gerade, aber falls ich so ein Video oder einen Film gucke, dann natürlich so. Aber ich gucke eher oft Film, deswegen eher so viereckig. Kommen wir auch zu dem letzten, und zwar, wie viel Ketchup macht ihr in eure Pommes rein? Also was ihr wie viel? Wo macht ihr es genau? In der Ecke oder einfach überall? Früher habe ich überall halt gemacht, aber jetzt mache ich öfters in die Ecke, weil das macht mehr Sinn. Ich bin Typ A neben und wir sind auch am Ende angekommen. So Leute, das war's auch mit meinem Video und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Welchen Typ bei welchen Bildern wart ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr Bock auf so einen zweiten Teil habt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr weitere Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag. Ciao!